Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK Sprechstunde. Thema heute ist Prostatakrebs, wie erkennen? Als Gast und Spezialisten und Experten haben wir Herrn Prof. Dr. Theber, Direktor der Urologischen Klinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Herzlich willkommen, Herr Prof. Theber. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, freue mich. Was macht denn die Prostata so? Was ist die Funktion? Ja, die Prostata ist eigentlich ein Organ, das der Fortpflanzung dient. Das heißt also, es produziert die Flüssigkeit, nämlich Teile des Samenergusses, den Hauptteil eigentlich des Samenergusses, der dafür sorgt, dass die Spermien, die aus dem Hoden kommen, dann hochwandern, am Leben bleiben. Und deswegen ist die Prostata unter der Blase, das heißt da, wo beide Systeme eigentlich zusammenkommen, durch die Harnröhre soll ja sowohl der Urin als auch der Samenerguss fließen, deswegen ist die so positioniert, dass sie sozusagen direkt im Bereich der Harnröhre auch zu liegen kommt. Ab welchem Alter muss man dann mit einem Prostatakarzinom rechnen? Gibt es bestimmte Altersgruppen? Ja, wir sehen eine deutliche Häufung der Inzidenz des Prostatakarzinoms so zwischen dem 68. und 72. Lebensjahr, also so um das 70. herum. Erkranken die Männer, die erkranken am Prostatakarzinom. Es gibt aber auch Prostatakarzinome tatsächlich in jüngeren Jahren. Ist diese Krebsart, wie viele andere auch, genetisch bedingt? Ja, es gibt viele Hinweise dafür, dass zumindest ein großer Teil, ungefähr 30%, genetische Ursachen haben. Das heißt, haben zum Beispiel Verwandte ersten Grades ein Prostatakarzinom gehabt, steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich um das Doppelte bis Dreifache, dass man selber ein Prostatakarzinom haben kann. Es gibt verschiedenste Faktoren, die eine Veranlagung mit sich bringen. Und dann kommen natürlich Umweltfaktoren, Entzündungen und verschiedene Dinge dazu, die das Ganze dann noch verschärfen können und dann eigentlich zum Ausbruch des Prostatakarzinoms beitragen können. Mhm. Jeder Krebs macht Metastasen, macht Tochtergeschwülste. Gibt es das bei der Prostata auch? Ja, gibt es leider, wie bei jedem Karzinom. Das Prostatakarzinom neigt dazu, zunächst lymphogen, also in die Lymphknoten des Beckens und von dort aus dann weiter quasi in die Bauchhöhle zu metastasieren. Aber an Fernmetastasen, so nennen wir das, ist der häufigste Ort das knöcherne System, also Knochen. Deswegen werden dann auch Knochenzintigraphien durchgeführt und auch Abdomen-CTs. Gibt es eine spezielle Symptomatik, die daran denken lässt, dass es ein Prostatakrebs sein könnte? Ja, das ist so ein bisschen das Gemeine am Prostatakarzinom, dass es tatsächlich kein spezifisches Symptom eigentlich gibt, zumindest kein Frühsymptom. Das heißt, viele Männer, alternde Männer, leiden ja etwas an den Problemen des Wasserlassens. Ja, sowohl also das häufigere Wasserlassen, auch nachts, als auch das erschwerte Wasserlassen. Das heißt, der Harnstrahl wird schwächer, man muss länger warten. Das sind aber sehr unspezifische Symptome, die auch bei der gutartigen Vergrößerung eine Rolle spielen können. Und deswegen ist es so wichtig, da den Urologen einzuschalten, der so ein bisschen diskriminieren kann, was ist wirklich gutartig zu werten und was kann schon tatsächlich auch bösartig sein. Und welche Untersuchungen macht dann der Urologe? Wir empfehlen da zunächst sowieso die Frühuntersuchung und Früherkennung, das heißt ab dem 45. Lebensjahr eine digitorektale Untersuchung, das heißt durch den Enddarm die Prostata zu tasten. Aber Sie können sich vorstellen, dass man hier nur den wirklich dem Enddarm zugewandten Teil auch tasten kann. Also nicht ausreichend eigentlich. Deswegen Ultraschalluntersuchung plus die PSA-Untersuchung, die wir immer noch für sehr wichtig halten. Wie sind denn die Heilungschancen beim Prostatakarzinom? Ist das nun ein sehr hochmaligner Tumor? Ja, da muss man genau differenzieren, welche Risikotypen es da gibt. Es gibt tatsächlich Prostatakarzinome, die kann man sogar aktiv überwachen. Das heißt also, da haben die Männer eine sehr, sehr gute Lebenserwartung. Die ist fast normal zu Männern, die kein Prostatakarzinom haben. Es gibt aber auch sehr aggressive Subtypen, die wir dann in der
Histologie durch den Pathologen bestimmen lassen, die wirklich auch sehr schnell metastasieren können und dann zum Tode führen innerhalb weniger Jahre. Ja, vielen Dank, Herr Professor Theber. Das war sehr informativ. Also die Vorsorgeuntersuchung der Männer ist erforderlich, wie ich gerade gehört habe. Unbedingt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie uns zugeschaut haben. Vorsorge ist immer wichtig. Wenn Sie die Sendung gemocht haben, dann geben Sie uns ein Like. Sonst, wir freuen uns über das Abonnement des YouTube-Kanals. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.